Eine Repräsentantin der Schwestern des Ordens des Orakels in Serkonus stattet dem Großpalast in dieser Woche einen Überraschungsbesuch ab, um eine Nachricht zu überbringen, in der die bisherige Position des Ordens zur Unrechtmäßigkeit des Amtes unserer neuen Kaiserin Delilah Caldwin in Zweifel gezogen wird. Anscheinend bestehen gravierende Meinungsverschiedenheiten zwischen den verschiedenen Teilen dieser Geheimgesellschaft. Der Besuch im Großpalast brachte zwar keine Kehrtwende, führte jedoch zu folgender Erklärung von Herzog Luca Abele. Es freut mich, dass die Schwestern des Ordens des Orakels sich der Unterstützung unserer geliebten Kaiserin Delilah Caldwin angenähert haben. Ihr kühner Staatsstreich stellt einen Versuch dar, wieder für eine gerechte Herrschaft über das Reich zu sorgen, und ich rate dem Orden des Orakels sowie dem störrischen Jedermannsorden, Kaiserin Delilah sowie ihre Weisheit und Autorität umgehend anzuerkennen. Wir danken den Ordensschwestern für diesen Weitblick und rufen einen Tag der Feierlichkeiten aus. Kommt mir so bekannt vor. Diese Zeilen im Namen des Jedermannsordens fordert Vizeaufseher Liam Byrne jedoch Zurückhaltung, da die letzten Sendschreiben des Ordens des Orakels weiterhin Gegenstand von Interpretation und Debatten sind. Und damit, so spät wie, glaube ich, noch nie, erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Dishonored 2. Meine, kann ich wieder einkaufen gehen? Da ist nix mehr. Erstmal in die Küche. Wäre da was, wird man es ja schon sehen. Hab grad Hunger. Also her damit. Hier gäbe es dann wieder was zum Werfen. Das ist kein Fächer, das ist bloß eine Falle. Da war ja was, ne? Keine weitere Munition. Zum Glück waren es nicht zwei. Historiker Douglas. Vom Orden des Orakels. Ich hab's mir gar nicht selbst kurz überflogen. Ja, war auch... Der Orden ist nicht ganz sauber, ganz klar. Das kann schon mal nicht schaden. Die Breana sieht der Delilah wirklich ähnlich. Rhianna Ashworth, Verwalterin des kaiserlichen Konservatoriums. Eine Weile dachte ich, Ashworth hat eine Verbindung zu den Okkulten in Karnaka. Hier geschieht etwas, das ich nicht verstehe. Die Aufseher repräsentieren den Orden. Aber genauso wichtig sind unsere Schwestern des Ordens des Orakels. Ganz offen, ich glaube, an ihrem Orden ist was faul. Subtile Änderungen der Arten ihrer öffentlichen Kundgaben, beunruhigende Abweichungen von der Tradition. Aber das öffentlich auszusprechen, bringt mir eine Anklage als Ketzer durch meine Rivalen im Orden ein. Hat Ashworth vielleicht den Orden des Orakels infiltriert? Vizeaufseher Byrne denkt also, dass Ashworth den Orden des Orakels beeinflusst. Wenn das stimmt, ist das ein Grund mehr, sie auszuschalten. Ja, und apropos Byrne, also ich bin auch gewillt, also allein deswegen, da wir noch nicht wissen, was wirklich dann hinter den Heulern steckt und wir es eben einfach noch nicht kennen, bin ich aber auch eigentlich gewillt, dann doch letztendlich eher den Heulern zu helfen. Einfach, weil ich es noch nicht kenne und wer weiß... Vielleicht steckt er dann doch mehr dahinter. Vielleicht verlangt das Spiel aber einem dem Spieler genug Menschenkenntnis verlangt ab, indem man einfach erkennt, wer von beiden ist denn der angenehmere Geselle für alle und überhaupt. Das wäre dann vielleicht Byrne, aber mal schauen. Bis dahin kann ich es mir nochmal überlegen und... Ihr könnt es immer noch in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht in den letzten Folgen, die gerade rauskommen, gemacht habt, als ich das mal wieder in den Raum gestellt habe. Brennt das nicht an? Ich schaue nochmal kurz, ob es hier noch irgendwas Besonderes gibt, was ich jetzt gar nicht gesehen habe. Sieht nicht so aus, dann könnten wir wieder gehen. So, jetzt haben wir das auch. Aber ich will auf der Ebene bleiben. Na, komm, geh zu. Ja. Hier war keine Falle, okay.
Ziemlich niedrig. Ich würde gern höher. Ich will auf den anderen Balkon, wo die Bretter sind. Flupp. Ich bin mal so frei und renn einfach. Haben sie das Glas wieder eingesetzt? Darüber will ich. Und das geht hier einfach einfacher. Rennt hier eigentlich noch jemand rum? Ja. Zwei. Gesundheit. Das kann man nicht werfen. Hier noch zu zweit? Ja. Dann könnte ich die mir mal schnappen. Wobei, er steht gerade ganz günstig, aber er nicht. Jetzt laufen sie eh gerade wieder. Können wir zusammen teleportieren, bitte? Mal kurz. Ich will mich nur schnell umsehen. Mach das. So, den hätten wir, den lege ich jetzt erstmal hier hinten hin. Wird schon ausreichen. Was? Armer Kerl. Komm jetzt hier hin. Zum Glück lebt er noch. Aber alles sehr genau an. Bevor die Tante zurückkommt, schnappe ich ihn. Ach, die guckt sich auch eine Karte an. So. Die werde ich einfach mal hier unten hinten sammeln. Die muss ich jetzt nicht irgendwie, wobei... Nee, komm. Reicht schon. Was soll schon passieren? Die wissen eh... dass es uns gibt, wir sind kein Geist mehr und ja, im schlimmsten Fall laufen sie einfach umher und sagen dann, was ist das denn? Ein totes Heulerlied zum Beispiel. So, was ist mit dir, Tante? Stehst du immer noch an der Tafel? Macht nicht den Anschein. Ist wieder da hinten. Aber da sie eh... ziemlich alleingelassen ist, ist es für uns einfacher. Voll im Licht, ey. Super. Oh, hätte sie beinahe angestupst. So, hätten wir das auch. Moment. Ja, ist schon zurück. Aber da darf ich nicht hoch. Dann lege ich sie da oben drauf. Plumps. Wird sie bestimmt irgendwo hingekarrt. So, jetzt schaue ich gleich nochmal hier, ob es noch irgendwas gibt. Weil mit dem Haus bin ich ja an sich durch. Klar, der Händler hinten, aber ansonsten bin ich mit dem Haus... Oh, Heulerstaub. So, was lassen die hier rumstehen? Na gut, ist gerade die Grenze zwischen Wachen und Heuler. Aber hätte ich ja mal einsetzen können. Hätte ich mal eher von gewusst. Wieder von gewusst. Hätte man sich hinten lang rauben können. Da drin wird noch was sein, aber hier dann nicht mehr. Ein Wecker. Truppenbefehl. Das Gebiet um das Kaiserliche Konservatorium ist weiterhin abgeriegelt. Während der Ausgangssperre sind die Straßen freizuhalten und an den Seiten zu sichern. Die Lichtwand unterliegt der Verantwortung der ganzen Truppe. Bewachen Sie die Windmühlen, die das verdammte Ding antreiben, rund um die Uhr. Haha. Fehlgeschlagen. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall unverzüglich den technischen Offizier. Dritter, Lieutenant Benjamin Shaw. Nicht gucken. Schwuppdiwupp. Ach ja, ich muss ja noch Runen einsacken.
Hallo? Ach, oben auf dem Dach waren ja welche, ne? Und dann... Dann mal weiter gucken. Die Ratten zeigen uns den Weg. Da ist eine Tinktur. Da hinten ist der Hans und auf dem Dach waren ja auch zwei. Der Blutfliegen-Hans. Hier wird auch gepennt. War hier nicht eine Falle? Sieht so ähnlich aus, ne? Wobei sie pennt. Sie hat doch das letzte Mal dann auf dem Stuhl da gesessen. Warum pennt sie denn jetzt? Ich würde gerne auf Nummer sicher gehen und sie einfach weiter pennen lassen. Und zwar so richtig, aber... Darf nicht. Wie ein Repräsentant des Berg... des Komitees. Kenn ich schon. Ein Glas. Ach, auch was zu futtern. Bananen. Dunkles Brot, was zu futtern. Nix, was Wertgegenstände bedeuten könnte. Anders als hier. Hab Hunger. Kuchen wäre fein. Vielleicht ist wieder eine Uhr. Und eine Tinktur. Leider voll, ja. Aber so wirklich voll. Dreimal. Das vermassle ich immer. Dreimal. Die Rattis. Wie sie wieder vorgehen. Süß. Hier oben ist noch ein Ausgang, aber an sich zick. Gehen wir eben hier rüber. Hier ist so. Da könnten wir rüber. Hier hätten wir auch rüber gekonnt. Da ist sie wieder. Ja, hier hätte ich auch gekonnt. Hätte ich das doch mal lieber gemacht, dann wäre ich erstmal unentdeckt geblieben. Aber so ist das nun mal. Manche Wege findet man erst später und denkt man sich, ach man, oh. Guckt er sich die Laterne an. Jetzt geht aber gleich weg. Die Nachtsicht verrät es schon. Also wenn er das nicht gleich macht, dann hat keine Lust mehr. Und war es wenigstens interessant? Nee, dann anders. Dann machen wir es so. Und so. Das ist kein Grill. Das ist doch bestimmt geleucht. Aber es ist alles aus. Dann können wir weitergehen. Flupp. War jemand drin? Weiß schon gar nicht mehr. Scheint nicht so zu sein. Geht er bloß von einer Seite auf, nämlich nicht von dieser. Nee, geht einfach nicht auf. Umpolen will ich das Ding nicht. Ich gehe einfach mal rein. Und zur Not gleich hoch. Wenn ich denn darf. Ich kann ja erstmal in die Ecke da gehen. Da wäre wieder eine Stufenmöglichkeit. Der kommt jetzt hier rüber. Mach das. Nein. Doch. Das kaiserliche Konservatorium. Was verbergen diese Gemäuer? Sehe doch keine Gestalt. Ich frage mich, was das wohl war. Aber meine Stimme kennen Sie bestimmt. Eine neue Kaiserin sitzt auf dem Thron in Dunwall. Unsere keine Ahnung. Ja, da war was. Die erste ihres Namens. Möge sie nicht da hochgehen. Es
Er dreht sich nochmal um. Ist die Frage, was er dann sieht, ne? Ihren Anspruch in Frage stellen. Molly, komm jetzt zur Seite. Die loyalen Nationen aus dem kalten, düsteren Norden. Wenn sie Krieg wollen. Hat jetzt wieder keinen Mana verbraucht, oder wie, oder was? Sollen sie ihn bekommen? Ganz gleich, wie viele von ihnen ich opfern. Wieder keinen Mana verbraucht, ja? Also jetzt gerade auf jeden Fall nicht. Jetzt schon. Müssen wir hier nochmal? Eine Falle ist hier offensichtlich nicht. Ach ja, hier die Bar mit... Oh! Hier ist ja alles in Ordnung. Hier ist ja gar kein Blut. Hier ist ja nichts verwüstet. Hoi. Das ist ja nett. Gesunder Appetit. Kenne ich schon, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ich schaue einfach mal nach. Gesunder Appetit. Nahrung stellt mehr Gesundheit wieder her. Hätte man sich denken können, aber es hat zu lange gedauert bei mir, um sich das denken zu können. Was ist denn das andere da? Ach, Pistolenkugeln. Kein kostbares Bild, eine Uhr? Ich fühle mich nicht sicher. Diese Stadt. Brennbar. Heuler meines Ernsts. Das haben wir schon das letzte Mal gelesen. Winnow, willst du wissen, was mit dem Besitzer vor dir passiert ist, als er meinte, keine Bezahlung mehr haben, wie gesagt. In Ordnung, alles klar und ging. Dann haben wir einem seiner Freunde Geld gegeben, damit er eine Woche später mit ihm zum Angeln geht. Sie waren den ganzen Tag auf dem Wasser, haben wirklich viel gefangen. Als sie zurückkam, gab ihm sein Freund einen Brief von uns und lief dann weg. Darin stand, dass die Köder, die sie benutzt hatten, Teile von seiner Mutter waren. Die Heuler? Meines Ernst. Du kleines Stück Scheiße. Du hast 3 Tage. Der Blaue? Jake. Oh, und den Heuler, ne? Nee. Oh, oi, oi, oi. Weiterer Kummer für Bewohner des Stadtbezirks. Die Situation im Batista-Bezirk verschlimmert sich weiterhin dramatisch. Vor gar nicht allzu langer Zeit blühte das Viertel unter den wachsamen Augen des Bergwerksbesitzers Aramis Stilton auf. Doch der beliebte Anwalt der Arbeiter verschwand vor 3 Jahren unter dubiosen Umständen. Und seitdem wird Bastia von immer schlechterer Luft und zunehmender Bandenkriminalität geplagt. Ein Beamter der Sarkonischen Garde hat zugegeben, dass die Ordnungshüter das Gebiet im Grunde genommen verlassen haben. Es ist einfach zu gefährlich, äußerte sich zur Kriminalität im sogenannten Stoppbezirk, äußerte er sich. Die Aufseher und diese verdammten Heuler kämpfen um die Kontrolle auf den Straßen. Jeden Tag gibt es Gefechte, Morde, Folter und dergleichen. Nach einer Weile beschlossen wir, uns zurückzuziehen und es die beiden Parteien untereinander austragen zu lassen, sagte er. Das findet jetzt alles hinter ein paar gut platzierten Lichtwänden statt. Ja, da werden wir noch einschreiten. Was ist denn jetzt los? Kann er sich mal entscheiden? Gott. Team reden kann ich nicht. So verstehen Sie doch. Ich rufe um Hilfe, wenn Sie nicht gehen. Gut. Na, komm her. So nett, oder? Kann ich ihn da oben aufs Regal legen? Ach. Oh, was? Corvo, wie wär's damit? Okay, dann nicht. Dann legen wir ihn hier so auf den Tresen. Opa! Der schmeißt ja immer drüber. Immer. Yeah. Brauch aber nix. Ach komm. Was weg ist, ist weg und kann nicht mehr schlecht werden. Hier geht's dann raus. Da oben ist ein Wecker. Eine Eieruhr. Da ist was Verwirrendes. Da ist noch was in der Kasse. Tsching. Das passiert mir auch immer so oft. Nehmen.
von Karnaka. Schwätzt der Abede wieder her, der Herzog. Einige von Ihnen haben die höheren Förderquoten und die neuen Steuern der Sergonischen Garde in Frage gestellt. Lassen Sie mich auf diese Hetzerei antworten. Hey. Illoyalität und Aufwiegelung werden nicht geduldet. Enrico lässt dich schön grüßen. Dieser Trottel mit Eselsgesicht kann sich von mir aus umbringen. Hast du denn was mitgebracht? Das silberne Zigarettenetui, wie abgesprochen? Nein. Hör mal, das geht nicht mehr, dass ich für dich stehle. Ich verliere meine Arbeit. Willst du dein ganzes Leben lang Dienerin sein? Du wolltest doch immer Karnaka auf einem großen weißen Schiff verlassen und nie zurückkommen. Du polierst den ganzen Tag Silberbesteck. Komm mit mir, Beatrix. Verschwinden wir. Kriegen wir wirklich eine Überfahrt auf einem Schiff? Was, wenn sie uns finden? Du weißt, ich beschütze dich, wie in unserer Kinderzeit. Ich denk drüber nach. Versprochen. Ich sollte mich, upsa, eventuell gleich mal verdünnisieren. Doch, vielleicht. Ich dachte, ich hätte genau hier jemanden gesehen. Alles in Ordnung? Nee. Sehen wir uns lieber um. Nicht hier auch gucken, ja? Das wäre sehr nett. Nichts hier? Sehen wir uns doch mal um. Mach das. Hm, Corvo, komm. Nein. Tja, die beiden kennen sich aus Kindertagen, haben unterschiedliche Karrieren eingeschlagen und wollten jetzt dann doch zusammen weg. Da drüben ist der Arsch. Der Blutfliegen-Heinz. Ob die uns jetzt böse ist? Die Frage habe ich mir schon das letzte Mal gestellt. So, da bin ich ja lang. Hier oben gibt es nichts mehr. Dann geht's mal rüber. Er mag es ja nicht, wenn wir uns den Blutfliegen... Ich sag mal vorsichtig... sterben? Nee, nähern. Wieso hat sich jetzt Corvo da oben nicht festgehalten? Hey, wo bist du? Halt! Nein! Ah, oh. Corvo, bist ganz schön tapsch, oder? Was für ein Tollpatsch. Lust auf Schläge? Ne. Befehle abwarten! Mana abwarten. Alle mal Angriff! Angriff! Ne? Worauf wartest du noch? Bist ja doof. Geh wieder hoch. Mann, ey. Er ist weg. Jo. Naja, Gesundheitselixiere finde ich ja, schon zuhauf. Dann mache ich jetzt einfacher, sicherer. So. Suche mit dir. Tut mir leid, keine Blutfliege. Nee, ich muss sie tot machen. Hier im Eingang muss ich. Mann, ey. Jetzt kommt er von links an. Du bist ein böser Mann. Ganz klar. Aua. Wärst du nur nicht gekommen. Seht meine Also, Corvo, du warst schon mal besser, oder? Trotz Blockens? Oh Mann. Trotz Blockens? Lassen wir uns da runterstoßen. Oh, die Zeit. Naja, das nehme ich mir einfach mal als Gelegenheit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.